Eine Million falsche Treffer pro Tag. Welche Technologien soll eigentlich eingesetzt werden, um unsere gesamte Kommunikation mit der Chatkontrolle zu überwachen? Und was hat Ashton Kutcher mit dieser Technologie zu tun? Eine Studie des Wissenschaftlichen Dienstes des EU-Parlaments hat sich mit der Chatkontrolle und den Technologien, die dort eingesetzt werden, befasst und dabei Ergebnisse festgestellt, die die gesamte Effizienz der Chatkontrolle infrage stellen. Bisher bekanntes Material von Darstellung von sexuellem Kindesmissbrauch kann relativ effektiv entdeckt werden. Neues Material von sexuellem Kindesmissbrauch kann nicht mit Hilfe von Hashwerten identifiziert werden, da diese keine Übereinstimmung mit der Hash-Datenbank erzeugen. Daher ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz erforderlich, um neues Material zu erkennen. Eines der am häufigsten verwendeten Tools ist Safer von Thorn. Dieses Tool von Online-Diensten zur Verfügung gestellt, um neues Material auf der Grundlage von maschinellem Lernen zu erkennen. Übrigens ist Thorn und vom Schauspieler Ashton Kutcher gegründet worden. Aber die Organisation hat eben auch ein wirtschaftliches Interesse, da sie mit Safer die Überwachungstechnologie vertreibt, die wahrscheinlich breitflächig durch die Chatkontrolle in Europa zum Einsatz kommen würde. Thorn gibt die Genauigkeit seines Tools mit 99,9% an. Doch selbst bei 1 Milliarde Nachrichten pro Tag würde dies zu 1 Million falscher Treffer führen. Eine enorm hohe Zahl, die die Behörden überlasten würde. Die Chatkontrolle wäre nicht nur ein Angriff auf unsere Bürgerrechte, sondern die Effizienz der Strafverfolgung würde sich auch reduzieren.